Muhu und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Survival. Wir sind wieder da und wir haben in der letzten Folge dieses wunderschöne Kuhgehege dort unten gebaut. Und ich habe ja gesagt, wir wollen jetzt in der nächsten Zeit, beziehungsweise wahrscheinlich sogar in dieser Folge jetzt, mal damit anfangen, unsere Dingens dort unten zu bauen. Unsere kleine, wunderschöne Anlage für unser ganzes Gemüse und für unser ganzes anderes Zeug, was wir noch so haben. Und ich würde sagen, da fangen wir direkt mal mit an. Ich weiß noch nicht, wie genau wir das anstellen werden. Ich hätte gerne vielleicht so ein kleines Bauernhäuschen oder so dazu. Wir brauchen Erde. Ja, vielleicht so ein kleines Bauernhäuschen dazu, wo wir unsere ganzen Werkzeuge und sowas deponieren können. Oder könnten. Und dann vielleicht einfach mal schauen, dass wir... Ich nehme mal ein bisschen Holz mit. Wer weiß warum. Kann man ja mal gucken, was passieren wird. Nee, vielleicht so ein kleines Holzhäuschen da unten. Warte mal, ich brauche noch... Moment. Haben wir noch von diesen wunderschönen Steinen hier? Wir haben nur die da noch, ne? Sonst, wir haben echt wenig Steine. Wir müssen dringend mal Steine farmen gehen. Dafür bräuchten wir aber eine Efficiency Axe. Eine Pickaxe. Mit mindestens Effizienz 3 oder so. Weil sonst gehe ich keine Steine farmen. Das ist ja... Das dauert ja viel zu lang. Was haben wir denn jetzt noch gebraucht, um... Ach ja, Leder brauchen wir, richtig. Und ich habe gesagt, man kann auch Pferde töten, um Leder zu bekommen. Das ist natürlich toll. Pferde wollte ich schon immer mal töten. Nein. Aber wir begradigen jetzt hier erstmal und gucken dann mal, ob wir vielleicht ein paar Pferde auftreiben könnten. Das wäre natürlich toll. Wir schauen einfach mal, welche Möglichkeiten sich uns dort aufbieten, ein paar Pferde zu töten. Wir könnten natürlich hier unten auch einfach eine Steinfarm machen, weißt du, dass wir hier... Was haben wir da drauf? Das ist schon mal Effizienz 1, ist aber immer noch sau langsam. Also Effizienz 2 oder 3 wäre schon geil irgendwie, aber... Gut, wenn es jetzt erstmal nicht anders geht, ist ja nicht schlimm. Macht ja überhaupt nichts. Ja, natürlich, wir graben nach Stein und finden natürlich Kies, ist auch klar. Aber wir können ja hier einfach mal so einen Stollen nach unten graben und gucken einfach mal, wo wir denn am Ende rauskommen. Muss ja jetzt nicht weit sein oder so. Einfach mal ein bisschen buddeln und dann sehen wir ja schon, wo wir dann am Ende rauskommen. Vielleicht finden wir da irgendeine geile Höhle oder sowas. Irgendwas Cooles. Auch krass, wie die leuchtet, ne? Die Pickaxe, wenn man da drauf haut. Guck mal. Voll die Monster-Pickaxe. So, wie gesagt, wir gucken einfach mal, wo wir dann am Ende rauskommen. Wenn wir uns jetzt hier durch die Botanik prügeln. Irgendwo kommt man ja meistens immer raus. So, ja, wie gesagt, wir machen das dann irgendwann demnächst weiter. Jetzt nicht. Wir sind ja jetzt... Wir haben ja gerade noch andere Dinge zu tun. Wie gesagt, ich wollte eigentlich hier vorne jetzt dann... Da müssten wir das hier ein bisschen verkleinern, aber das wäre gar kein Problem. Das kann man ja machen. Indem man das hier einfach zubaut. Ja. Das machen wir jetzt aber mal ganz unverfroren. Jetzt haben wir keine Dingens mehr, keine Erde mehr. Wir hätten aber auch einfach hier das abtragen können. Das wäre natürlich auch gegangen. Weil so füllen wir uns natürlich dumm und dämlich, ne? Gut, dann werden wir hier wohl ein bisschen Erde abtragen müssen. Das ist natürlich tragisch. Dann trage ich mal die Erde weg. Entschuldigung. So, dann würde ich mal sagen, tragen wir hier die Erde weg und gucken einfach mal, was wir dann am Ende hier hinklatschen. Wie gesagt, ich möchte halt einfach so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Grüngarten haben. Einfach ein bisschen was... Damit wir hier immer ein bisschen abfarmen können und uns neues Essen machen können und sowas. Das wäre schon ganz geil eigentlich. Und dann sind wir auch wenigstens auf Wasserhöhe. Das ist vielleicht auch ganz von Vorteil. Die Schippe ist gleich kaputt. Jetzt. Aber wir haben zum Glück noch eine. Das ist sehr gut. Und wir brauchen halt echt dringend Leder. Damit wir unser ganzes Level mal aufbrauchen können. Damit wir uns endlich mal ein paar gescheite Werkzeuge machen können. Dann müssen wir echt mal ein bisschen ranklotzen jetzt. Wir können auch gleich nochmal auf Pferdesuche gehen. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Nicht auf Pferdensuche, sondern auf Pferdesuche. Und ich würde sagen, wir bauen hier einfach so einen Brunnen entlang, der hier wieder reinfließt. Also das hier möchte ich auf jeden Fall schon gerne offen lassen. Weil ich das hier eigentlich ganz hübsch finde. Oder? Sieht doch eigentlich ganz geil aus. Das kann man sich schön ausbauen, finde ich. So halbwegs auf jeden Fall. Kann man schon ein bisschen was draus machen aus der Umgebung, finde ich. Da oben unser schönes Häuschen. Haben wir schon voll oder was? Nimm mir die ganze Erde mit dir, Junge. Meinst du, ich grab die zum Spaß ab oder was? Ist da los mit dir? Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Jetzt müssen wir die Erde, die wir gerade eingepflanzt haben,
wohlwissend und mit viel Liebe müssen wir uns natürlich wieder abkrabbeln, aber das macht ja nichts. Das ist ja gar kein Problem. Das machen wir natürlich gerne. Guck mal, da sind wir ja auch schon fast auf der Höhe von unserer Höhle da. Höhle da, Höhle die, Höhle dummi dummi dai. So. Das hier machen wir auch noch weg, damit das ein bisschen schöner aussieht. Und hier auch noch so ein bisschen von dem Berg weg, dass die Wasser ein bisschen zu Vorschein kommt. So, schauen wir mal kurz. Ja, ne, das, wie gesagt, also aus der Bucht kann man auf jeden Fall schon was machen. Müssen wir mal gucken, dass wir da ein bisschen noch ausbauen und so. So, jetzt verwurschteln wir hier wieder ein bisschen mehr Erde. Ich weiß, ich habe gerade Eisen zugebaut, aber das ist mir relativ wurscht. Und das ist mir relativ Currywurschtel. So. So passt das doch erstmal, oder? Dann können wir hier noch eine Reihe wegnehmen. Und schon haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, Piputkin. Ne, wie hieß der? Sergei. Sergei Piputkin. So. Und da machen wir dann eine kleine Treppe runter. Dann haben wir hier jetzt genug Fläche für... Fläche für unser Vorhaben. Ich hole mal gerade schnell zwei Eimer. Wie sieht's mit der Kuh aus? Ist die schon ready to schlacht? Ne, so noch nicht. Verdammt. Dass der Tierschutzverbund Minecraft deswegen nicht irgendwie angepisst hat, weil das ja eigentlich Inzucht ist, ne? Wir lassen ja gleich die Mutter mit dem Vater und der Vater mit dem Vater und der Vater mit dem Sohn und die Mutter mit dem Sohn und... Dass da keiner was sagt. Naja. Vielleicht ist das denen nicht so wichtig. Keine Ahnung. Gucken wir mal, was schaffen. Jo, klappt geklappt. Sauber. Geil, Mann. Hau ich vor Aggression erstmal den Busch kaputt. So, machen wir hier mal ein bisschen noch weg von dem Sand. Hier und hier. Da vielleicht nochmal ein bisschen. So. Jetzt müssen wir halt mal gucken, wie wir das Ganze denn hier anlegen. Also hier haben wir ja schon mal diese Buchsbäumchen, diese Bambusdinger. Das ist ja schon mal super. Jetzt ist die Frage, wie bauen wir das Ganze denn an? Ich lasse erstmal hier ein bisschen Wasser hinlaufen, damit die ganzen Büsche weg sind. Hallo? Ach so. Ach, das läuft dann so, das ist ja scheiße. Ah, so klappt's. Nein, mein Buschbaum. Okay, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt gleich nicht unser Zuckerrohr hier wegmachen. Ui, knapp. Knapp. So, die können wir so weghauen, das ist gar kein... Nein! Nein! Das ist gar kein Problem. Da können wir hier einen hinsetzen und können da vorne nochmal anpflanzen. Siehst du, warte mal. Waren das... Da geht nicht. Oh, wie geil das gerade aussieht, ne? Hier geht noch. Machen wir das Ding nämlich weg. Das ist Holz, Tobias. Das ist das. So. Und dann können wir da nämlich auch noch einen hinpflanzen. Dann gehen wir schnell pennen. Und dann gucken wir mal, dass wir uns dort ein bisschen Gemüse und all den Käse anpflanzen. Wie lange dauert es eigentlich, bis so eine Kuh erwachsen wird, sozusagen? Weißt du auch nicht, ne? Freunde, es ist fast Nacht. Ah. Jetzt habe ich mir gar nichts zu trinken hier mit in die Kammer genommen. Das war natürlich ärgerlich jetzt. Naja. What soll it? What soll it? So. Okay. My friends. Das heißt, wir bauen vielleicht hier einfach so zwei... Das heißt, wir müssen hier sowieso ein bisschen was wegnehmen, aber das ist ja nicht schlimm. Hier so zwei Schächte quasi durch. So. Einmal hier. So, dann füllen wir das mal gerade hier brav wieder auf. Das war falsch. Da noch einen hin und da noch einen hin. So. Na, es sieht jetzt hier natürlich ein bisschen komisch aus. Aber kann man nicht einfach hier noch einen hinmachen? Das ist ein bisschen... Ja, das sieht jetzt noch viel komischerer aus. Aber wobei, wenn wir da hinten noch einen hinmachen? Oh, guck mal hier. Das ist so ein schöner Wasserfluss, oder? Ah, oder? So, dann heißt, wir könnten jetzt hier eine Reihe pflanzen. Ich weiß nicht, wird das Feld daneben auch noch? Wird das Feld daneben dann auch noch mit Wasser bestückt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist nämlich das, wo ich immer so ein paar Probleme habe, was ich immer vergesse. Oder muss wirklich für jede einzelne Riege... Naja, wir haben fast gar keinen Platz mehr. Was ist denn da los? Wir lassen die Erde mal da. Brauchen wir jetzt gerade sowieso nicht. Und dann können wir nämlich unsere Schippe noch mitnehmen. Sie ist nämlich von epochaler Wichtigkeit, meine Freunde. So. Oh.
Das hat ein bisschen wehgetan. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt habe ich alle Erde weggenommen. Alter, das ist doch nicht wahr. Okay, wir müssen uns mal zwei Erdblöcke holen. Können wir hier machen. Sieht das hier auch ein bisschen hübscher aus. So, passt. Läuft bei dir. Okay, pass auf. Jetzt müssen wir nämlich gucken, dass wir da vorne noch ein bisschen Erde hinmachen. Bam. Bam. Da auch. So, wie gesagt, jetzt weiß ich nämlich nicht, ist das, klappt das, wenn wir hier wirklich zwei Reihen machen? Moment. Wird das dann beides nass? Das ist jetzt die Frage. Das wird schon mal nass. Und wie sieht es hiermit aus? Ich denke wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, wir müssten hier die nächste Reihe machen. Hier müsste dann also die nächste Wasserreihe folgen. Das wäre, boah, da müssten wir ganz schön viel von dem Bombus hier wegmachen. Das ist aber blöd. Okay, das ist natürlich scheiße, weil das ist nicht so einfach, Freunde. Oder wir machen es so, dass wir hier... Warte, was sollen wir machen? Hier einen Seitenarm von dem Wasser, der hier bis... na gut, müssen wir ein bisschen verlängern, bis hier hingeht. So, also hier so der Seitenarm. Dann hätten wir dort Wasser und dann würde das hier befeuchtet werden. Dann wäre das hier aber immer noch nicht befeuchtet. Ja, dann müssen wir es so machen. Geht nicht anders. Dann müssen wir hier tatsächlich ein bisschen wegrabbeln. Da mache ich aber nur so eine Ecke rein. Also sonst muss ich zu viel Bambus wegmachen. Also zu viel Zuckerrohr, da habe ich keinen Bock drauf. Da sehe ich ja gar nicht ein. Wer bin ich denn? Und dann können wir da auch Wasser reinfüllen. So, pam, 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 pam. Pam, Pam, Parmesan, Schnitzel. So, das ist dann die eine Ecke. Dann könnten wir theoretisch gesehen sogar, wenn wir jetzt richtig stylo drauf sind, hier noch ein bisschen Bambus pflanzen. So ein bisschen halt, ne? Nicht zu viel, weil wir wollen da ja anderen Kram drauf machen. Jetzt müsste das ja auch feucht sein, genau. Und dann können wir das hier alles. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Das geht nicht, okay. Da muss ich eigentlich noch ein bisschen Erde hin. Aber das ist ja gar kein Problem. So, 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 so. Genauso wie hier, da muss dann auch noch Erde hin. Das machen wir dann gleich. Jetzt mal warten, bis das ganze Zeug ein bisschen angefeuchtet ist. Und dann können wir hier noch ein paar Erddinger reinmachen. Bim, 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 bim. So, das ist erstmal alles, was wir haben an Erde. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier noch so ein Ding hinmachen. Das heißt, hier wäre dann der dritte Kanal. Da meine ich nicht etwa einen YouTube-Kanal, sondern ich meine einen Wasserkanal. Der wäre... Toll. Der wäre dann hier. Das heißt, da fehlt uns auch wieder ein bisschen Bambus, aber das ist nicht schlimm. Alter. Junge, ey. Junge. Dann könnten wir da nämlich wieder noch eine Bambusspore hinsetzen. Das ist sehr schön. Das sieht dann halt alles so ein bisschen wild gewachsen aus, aber das finde ich gar nicht schlimm. Also... Das muss jetzt nicht alles mega gerade irgendwie sein und alles besonders hübsch und alles besonders, ja, fashion-styled, wunderbar und mega geil. Weißt du, das ist okay, wenn das ein bisschen, wenn das so ein bisschen wildwuchsig ist. Das macht überhaupt nichts. So, dann haben wir so einen kleinen Wasserfall. Ist eigentlich ganz cool, ne? Ja, sieht ganz nett aus. Das kann man, finde ich, so lassen. So, füllen wir hier das Wasser mal auf und dann können wir eigentlich auch fast schon an die Bepflanzung gehen. Ich weiß, dass wir irgendwo in der weiten Ferne, wo wir damals noch in unserem Dörfchen waren, in diesem ersten Kabäuschen sozusagen, da hatten wir so viel Obst und Gemüse noch. Kartoffeln, glaube ich, Karotten hatten wir noch. Und ich glaube, wir haben das alles nicht mit hierher genommen, weil wir schlicht und ergreifend keinen Platz hatten. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Und wir haben hier natürlich noch, das ist auch gut, wir haben hier verschiedenste Ausbaumöglichkeiten. Wir könnten zum Beispiel hergehen, ich glaube, nein, das werde ich auch machen. Und könnten hier hinten noch eine Ecke reinschlagen. Das heißt, hier könnten wir auch noch so einen Wasserkanal machen. Und wie gesagt, genau das werden wir tun. Und dann kommt hier quasi von der Ecke auch nochmal was reingeflossen. Also quasi dann, hier so. Würde das dann da reinfließen. Das hätte ich, glaube ich, sogar lassen können. Dann mache ich hier auch Erde hin.
Dann sieht das ein bisschen einheitlicher und ein bisschen hübscher aus. So. Da kommen wir mal her. So, das machen wir nicht so, ne? So, und dann können wir nämlich hier auch nochmal Wasser hinmachen. Tee, Water. Lalala. Wir bauen uns hier so eine richtig kleine Farm auf, Mann. Ist ja der Hammer. So. Perfekt. Genau, dann fließt das nämlich hier auch so ums Eck. Dann können wir das hier noch weghauen. Dann sieht es ein bisschen symmetrisch aus. Wobei, die kann man auch eigentlich lassen. Das muss gar nicht symmetrisch aussehen. Sollte eigentlich auch nicht. Ist ja einfach nur so ein Wildwuchsbeet sozusagen. Das ist okay, wenn das nicht komplett symmetrisch ist. Und hier kann man ja dann... Huch. Gucken, dass man hier vielleicht mal so Bambusdinger hinmacht. Damit das so ein bisschen zugewuchert aussieht, das ist gar nicht mal so schlecht. Da vorne auf der Wiese könnten wir das theoretisch gesehen auch noch machen. Machen wir aber nicht. So, bis hierhin kann man ruhig vor... Nee, da machen wir nichts. Da machen wir nichts hin. So. So, siehst du mal. Pam, 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 Alter. So. Und jetzt können wir da hinten müssen wir auch noch... Wenn irgendwann mal hier irgendwas runterfallen sollte, dann wird es einfach nach da unten gespült. Beziehungsweise, nee, wird's nicht. Aber das macht doch nichts. So. Also, da haben wir schon genug Anbaufläche, wie gesagt. Immer und jederzeit erweiterbar dort hinten. Hier kann man quasi noch hinmachen und hier vorlaufen lassen. Und hier kann man auch noch hinmachen und hier reinlaufen lassen. Da haben wir hier so einen kleinen Tümpel. Den können wir ruhig auch noch ein bisschen verschönern eigentlich. Und hier vorne hätte ich halt jetzt gerne noch so ein kleines Häuschen irgendwie gehabt. Oder hier in der Ecke. Theoretisch sogar verbindbar durch den Keller mit dem anderen Häuschen. Die Kuh ist immer noch nicht groß. Mann, ey, das kann doch nicht sein. Die olle Kuh soll mal hinne machen. So, was haben wir hier? Hier können wir auch wieder alles normal treten. So, hier, pam, 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 bla. Wenn man will, geht's nicht, ne? Weil hier hat's eigentlich auch geklappt, ne? Hier sind ja auch Sachen gewachsen. Naja, ist egal jetzt. Jetzt haben wir dort unten unsere Wasserkanäle gebaut. Scheiß doch jetzt der Hund drauf. Hier können wir jetzt irgendwas anderes noch hinbauen. Mal gucken, was. Und gerade von oben schauen, wie es denn aussieht. Ja, sieht sogar eigentlich ganz lustig aus, ne? Sieht aus wie so eine großwilderer Firma oder so, die da voll am Anbauen ist. Aber alles ist noch nicht befeuchtet, ne? Naja, dauert vielleicht ein bisschen. Ist auch nicht schlimm. Wir gucken jetzt mal, was wir dort einbauen können. Zunächst einmal möchte ich die Wassereimer loswerden. Die sind jetzt natürlich voll. Das finde ich voll scheiße. Warte, hier haben wir noch einen Eimer. Da haben wir noch einen Eimer. Da haben wir auch noch einen Eimer. So. Okay. Steine hätten wir hier noch gehabt. Die packe ich jetzt auch einfach mal alles wieder da rein. Sand haben wir da noch. Eichenholz haben wir noch. Erde haben wir noch. Eichholz haben wir noch. Warum haben wir so viele Äxte? Wer kam auf die Idee, so viele Äxte zu bauen? War ich das etwa? Okay, was können wir einpflanzen? Wir können einpflanzen. Wir haben Zuckerrohr jede Menge. Das ist da unten eigentlich drin. Aber wir haben Weizen haben wir. Wir haben Weizen. Weizen wird aber nicht eingepflanzt. Steinbohr haben wir. So viel haben wir gar nicht, ne? Wir bräuchten mal noch ein bisschen mehr. Ein paar Karotten oder sowas. Weil wir haben im Moment nur Weizen. Das ist natürlich eine magere Ausbeute, lieber Herr von und zu Minecraft-Profi. Ja, können wir nur Weizen einpflanzen, ne? Kannst nichts machen. Dürf ich laufen nicht. Dann machen wir das gerade mal noch schnell. Dann ist die Ernte nämlich gesät. Oh, die Kuh ist erwachsen. Ah, da können wir gleich mal morgen früh füttern gehen. Stöppel, stöppel. Da geht's weiter. Ich würde sagen, wir machen hier vorne aber nur Weizen hin. Ne? Wir brauchen jetzt nicht überall Weizen. Wieso wird das da nicht nass? Das gibt's nicht. Na, egal. Wir machen jetzt da vorne kein Weizen. Also hinten auf den anderen noch. Nee, machen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das passt so schon. Das reicht, das reicht. So, schlafen gehen und dann am nächsten Morgen können wir ja mal unsere Kuh füttern. Und dann ist da unten mal ordentlich Party angesagt, würde ich sagen, oder? Da wird da unten mal ordentlich gehobelt. So. Die können wir wieder da lassen. Hallo, wir kommen. It's time. Ah, kann man hier reinspringen? Oh, ihr seid bereit, ne? Hier, komm, schön Dreier, haut mal rein da. Wie nur ein Plag, was ist das denn? Können wir die jetzt nicht eigentlich... Ach, die kann man nicht nochmal werfen lassen, ne? Nee, und mit dem Kind geht auch nicht, okay. Nein, ich glaube, es geht los. Guck mal, dein Schwager ist noch voll geil auf dich, Mann.
Naja, ich würde sagen, das war's dann fürs Erste. In der nächsten Folge werden wir mal schauen, dass wir vielleicht doch nochmal losziehen und uns mal ein paar Pferde suchen oder so. Oder doch nochmal ein paar Kühe und vielleicht nehmen wir die dann mit zu uns oder wir schlachten sie elendig, ich weiß es noch nicht, mal gucken. Wir schauen einfach mal in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft Survival. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Haut rein. Ja, da ist die nächste Folge von Minecraft Survival auch schon zu Ende und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und in der nächsten Folge, wird es ganz schön. Wir werden Kühe schlachten und ihnen brutalst die Haut vom Leibe ziehen. Und daraus machen wir uns dann ein paar Bücher. Ist doch super, oder? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.